auch Schmerzen, Kadett? Nein. Ich kann auch kämpfen. Guter Mann. Es ist vorbei. Die Stadt ist verloren. Deine Bemühungen sind lobenswert. Das ist ein Weckruf, der schon lange fällig war. Gute Arbeit. Jessica, Parker, kommen. Die Anlage wurde infiltriert. Wir brechen ab. Bereitet euch auf die Heimreise vor. Verteilt euch und geht zum Landeplatz auf dem Dach. Das ist der Befehl. Jessica und ich sichern den Flur. Kadett, bring sie sicher zum Heliport. Na gut. Parker, Sie haben hier die Evakuierung eingeleitet. O'Brien? Die BSAA ist abgezogen. Ich bin der Letzte hier, General Morgan. Bei allem Respekt, die FBC macht einen großen Fehler. Schon 3 Wochen Krieg, um die Sache zu bereinigen. Es gab Rettungen und es gab Verluste. Zu viele. Aber jede weitere Verzögerung gefährdet unsere Ziele. Das ist doch wohl verständlich. Nein, leider nicht. Alles mit dem Satelliten auszulöschen wäre nur ein Schnellschuss. Wir könnten wichtige Beweise verlieren. Die Benutzung des Satelliten wurde bereits genehmigt. Wir werden hier aufräumen. Du hast wohl an alles gedacht. Aber selbst die FBC wird bei dieser Sache nicht alles verschleiern können. Überlasst dem Himmel, Gerechtigkeit zu üben. Diese einseitigen Lösungen produzieren nur ein neues Viltro. Vielleicht Dutzende davon. Ja, das ist der Haken. Männer wie wir existieren nur dank solcher Gruppen. Und all die Leute, die sterben werden. War's das dann jetzt, Direktor O'Brien? So, alle kennen ihre Befehle. Geht auf Position. Raymond, zu mir. Ja, Sir. Glaubst du, das war's? Nicht, wenn wir die Bastarde vorher erschießen. Müssen wir nur noch zum Helikopter? Der Aufzug sollte noch funktionieren. Hier lang.
Ich habe dich hier reingezogen. Schon gut, aber du lädst mich dafür zum Essen ein. Und ich bestelle mir Hummer. Was zum... Schon kaputt? Und das war der letzte funktionierende Aufzug. Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich von Treppen halten soll. Was hältst du von diesem O'Brien? Der BSAA-Direktor? Nicht mein Typ. So war das nicht gemeint. Ich glaube, er ist im Recht. Er muss General Morgan Paroli bieten. Das sehe ich auch so. Ich glaube, in der FBC zu sein, verdirbt die Moral. Du klingst genau wie er. Aber ich wäre trotzdem gern auf der richtigen Seite. Thank you.
Sackgasse? Hier können wir durch. Hilf mir mal. Okay, ich komme. Um Himmels Willen! Jessica, still! Kleine Bastarde! Hoffentlich hält sie das auf! Los, der Aufzug ist da drüben. Schon. Sie sind gleich da. Sie sind hier. Ich glaube, sie kommen deinetwegen. Sie finden dich süß. Tut mir leid, ich stehe nicht auf Monster. Jessica, worauf wartest du noch? Okay. Aber das war verrückt. Ich kann nicht glauben, dass Morgan die Stadt mit dem Solarenergiesatelliten rösten will. Genauso wie in Raccoon City. Ja. Von der Erdoberfläche gefegt. Morgen früh ist Terra Grigia nur noch ein Eintrag im Geschichtsbuch. Hoffentlich. Tja, vergiss nicht das Hummeressen, das du mir schuldest. Habe ich jemals ein Versprechen gebrochen? Beeilung, wir müssen los! Okay, die Dame zuerst! Thank you.
war eine Kettenreaktion. Sieh, da unten. Die Stadt ist so hell. Ausgelöscht. Wir wollten helfen und konnten nicht. Raymond, du bist es doch, oder? Ha, die BSAA. Bisschen zu spät. Was macht die FBC denn hier? Antworte, Raymond. Ich werde hier gar nichts beantworten. Sie haben hier überhaupt nichts zu sagen. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen... Jetzt mal ganz langsam. Du weißt ja nicht mal, was du hier willst und wofür du überhaupt kämpfst. Raymond, bleib sofort stehen! Wer etwas ändern will, muss sich auch mal die Hände schmutzig machen. Die FBC ist also auch auf diesem Schiff? Was ist hier los? Wir arbeiten ohne Informationen. Wir müssen auf dem Schiff Antworten suchen, auch wenn der Gedanke nicht verlockend ist. Wo willst du denn hin? Wir haben noch nichts untersucht.
Wenn wir durch die Halle gehen, sollten wir einen Notfallkommunikationsraum finden. Wir sollten zum Notfallkommunikationsraum und die Zentrale kontaktieren. Raymond finden. Woher kennst du ihn? Von der Arbeit. Belassen wir es dabei.